Jeder aus Top 10 Watch Mojo Saddest Anime Moments. Ja, genau der, genau der. Ja, safe. Genau, das ist Sephiroth. Also diese langen, da geht's langen los. Haare, lange graue Haare. Belcampo gegen SDN. Wir sehen jetzt hier das Winners Finals. Okay. Und ja, genau, und diese Szene ist auch noch seine Daumen-Safe. Ey. Ich glaube, die geilste Show-to-Game-Adaptation, so was ein Move angeht, die ich hier gesehen habe, ist die Fatality von Omni-Man in Mortal Kombat. 11, ne? Ja, oder 1? Ne, im 9. Ja, das ist das erste sozusagen? Ja, einfach Mortal Kombat. Ja, genau. Einfach, hast du die gesehen? Ja, das ist die Szene. Ah, ich will jetzt nicht spoilern, aber die mit der U-Bahn, genau. Die ist so brutal. So geil. Ja, Invincible feiere ich. Habe ich jetzt gerade mit meiner Freundin geguckt. Und jetzt ist ja auch die zweite Staffel raus. Ja. Aber es ist nicht wie bei Netflix, dass die alle sofort rauskommen. Und das ist dann so... Ach, davon habe ich länger was. Das ist ganz nice. Ja, so. Stimmt. Wohl. Okay, gehen wir mal zurück zum Match. Weil hier El Campo hat schon 140% kassiert. So viele Prozente kriegst du nicht mehr bei Lidl. Nee, mehr als 100% wäre schon ein bisschen... crazy. Kriegst du Geld zurück, wenn du irgendwie einen Eistee kaufst. Oh, schöner Uptail. Sponsored bei Mr. Beast. Okay, also bisher SDN auch mit seinem Wolf ziemlich clean. Und das finde ich ganz interessant. Ich spiele auch ganz gerne Wolf, aber nicht irgendwie so super serious, sondern einfach nur, weil er mir Spaß macht. Und... ich bin mal gespannt. Also ich weiß schon sehr lange von SDN's Wolf. Ich glaube, den spielt er eigentlich schon fast seit Release. Also er war am Anfang halt sehr gut. Also hat praktisch jeder ihn gespielt. Und ja, seitdem spielt SDN den auch. Aber jetzt das erste Mal, wo ich so denke, er könnte ready sein. Ich meine, wenn er... schön. Wenn er damit jetzt wirklich das Bracket gewinnt, schon krass. Ich weiß leider gar nichts über Wolf, obwohl es den schon seit Brawl gibt, aber das ist so einer dieser Charaktere, den niemand bei uns jemals gespielt hat, weil alle den zu edgy fanden. Ach, Wolf ist cool, also spielt sich ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, was ich zu erwarten habe. Er ist ein bisschen wie so ein starker Fox. Frame Trap Fox. Aber ich höre gar nicht, dass dieses komische Parkett-Tanzgeräusch, weißt du, wenn so ein Hund reinkommt? Und so auf Parkettboden läuft, dann klingt das immer so wie Fox, wenn er Wave dasht. Wolf hat auch den einen Taunt, wo er so heult und das kannst du so spam. Inzwischen kannst du die Taunt spam, Dash Attack, killed, aber inzwischen ist wieder knapp. Oh? Oh, direkt mit Ladung fahren. Ja, also doch, Belcampo adaptet schon langsam. Es kann sein, dass er das hier noch holt. Oh, sauber. Oh! Sauber. Also eigentlich überhaupt nicht sauber. Ziemlich bunt. Ja. Killt noch nicht ganz. Ja, die zweite Staffel ist drauf. Die ist ganz nice. Das ist witzig. 3 Folgen, die aktuellste. Die kommen immer an Freitag. Genau, also gestern habe ich noch geguckt, da war sie noch nicht raus. Ja, weiter! Oh, okay, er hat gewonnen. Und der Upsmash, kurz Ballerina-Attacke nach oben. Gut. Also 1-0 SDN hier gerade. Also, ich meine, du hast ja gesagt, dass das basically zu erwarten war vom Score her, so. Ja, doch. Also, Belcampo hat das ein paar Mal ziemlich knapp gemacht, auch gegen den Main von SDN. Aber bei Wolf, also das Ding ist, Ike ist schon ganz gut. Mhm. Er war gerade am Anfang ziemlich gut, weil er im Kaleo den auch gespielt hat. Das ist der beste Smash-Spieler zu der Zeit gewesen. Aber Wolf ist auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall ein besserer Charakter. Und du kannst zwar auch seine Recovery zerstören, so, aber trotzdem einfach, ich denke mal, das Matchup ist einfach auch besser. Als Ike gegen Ike ist Inkling. Der Main? Ja, Ike okay. ist der Main. Hast du das Fire Emblem gespielt? Ist das auf GameCube oder auf Wii oder so? Ich hatte mal bei eBay damals danach geschaut und das hat 150 Euro gekostet. Boah. Und dann dachte ich mir so, mittlerweile würde ich es einfach auf Emulator spielen. Ja, stimmt schon, das geht natürlich auch.
Machen wir natürlich nicht, aber... Was? Hä, wieso? Hä, ich kauf mir... Ich mach das doch wie alle anderen. Ich kauf mir die ROM, dump das dann auf meinen Rechner, brenn das dann extra, pack das dann... Weißt du, hol mir dann extra einen Emulator und spiel das dann so. Hä, wie machst du das denn? Ich brenn mir das immer auf Diskette. Ah, ja, gute Idee. Floppy Disk. Ja, wir sehen, das ist auf jeden Fall even. Am Anfang sah es noch nicht so aus. Bekampo holt so langsam auf. Sehr gut. Und ich bin mal gespannt. Also, falls er den Wolf durchschaut, dann bin ich mal gespannt. Also, er hat auf jeden Fall... Okay, keine Reaktion von SDN. Überhaupt keine Reaktion. I just stand still, stares menacingly. Nicht mal am Approachen. Wow. Oh, getroffen. Jump ist noch da? Ja. Ich finde, die SDN für mich hat so eine brutal Precision. Ja, ist auch so. Also er spielt ziemlich präzise, echt ziemlich... effizient auch. Effizient und einfach auch... Naja, man denkt halt einfach, dass er einfach gute Reactions hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es kommt mir immer so vor. Gute Granate. Ja. Aber jetzt wieder ein ganzer Stock-Hit. Ah. Come on, El Campo. Ist alles noch drin, auf jeden Fall. Also die Prediction von mir war halt, dass jetzt gerade keiner auf dem Turnier ist, der SDN wirklich stoppen kann, weil Niceface nicht da ist. Und auch Therion nicht, zum Beispiel. Ja, aber ich glaube immer an eine coole Underdog-Story. Ja, auf jeden Fall. Man sieht sie auch immer gerne. Also das ist natürlich das Hypeste auch bei NEZ, wenn es zu Upsets kommt. Und gerade durch Pools wird sowas dann noch verstärkt. Wenn Leute einfach nur da stehen, ist es schon ziemlich menacing. Aber was noch schlimmer ist, ist, wenn sie einfach savagely auf einen zu approachen. Ja. So catwalken. Das ist auf jeden Fall noch mehr menacing. Vor allem mit einer Hand in der Tasche. Mhm. Model Walk. Oh. Ah. Ja, schöne Kick. Oh. Ja, das macht er halt auch gut. Also diese Two Frames. Die sind auch sehr wichtig mit Wolf. Das tut mir ein bisschen weh, zuzuschauen. Ja, also... Aber es ist schon... So ist es meistens. Aber es ist... Wie gesagt, es ist wie, als ob er sich nicht bewegt, ohne zu töten. Weißt du, was ich meine? Ja. So, er lässt sich so gar nicht aus der Ruhe bringen von dem anderen. Er tanzt doch gar nicht so richtig rum, so um einen herum. Sondern ja, er ist auf so, jeden Fall. Er bewegt sich... um zu treffen. Das macht er auch schon seit Brawl. Also seit Brawl hat er diese Zielstrebigkeit. Ich wollte eigentlich nach dem Lieblings-Jojo Season fragen, aber... Mein Lieblings-Jojo-Season? Ja, generell, so in den Chat auch. In den Chat, ja. Lieblings-Jojo. Lieblings-Jojo-Season. Haut mal rein. Ja, zwei. Also... Zwei. Du meinst jetzt Arc oder... Arc. Okay, also Joseph. Mit Joseph, oh. Okay, ja. Echt? Ja. Nicht Jotaro? Jotaro habe ich auch echt gefeiert. Also, das Ding ist nur, bei den Star Crusaders heißen die? Starlight Crusaders. Da waren auch einfach echt viele Folgen bei, die man hätte skippen können teilweise. Also gerade bei der ersten Season davon. Das mit Ägypten fand ich dann wieder richtig geil. Aber davor waren ein paar Folgen, wo ich so dachte, okay, ein paar Folgen gehen wieder nicht schlecht. Das mit dem Affen oder was? Das fand ich schon wieder witzig. Okay, also, SDN geht nicht vom Tempo. Macht einfach weiter wie bisher. Kombos sitzen auch mit Wolf. Ich feiere tatsächlich Josuke ziemlich. Auch wenn ich diesen einen Monk, diesen einen, wie heißt er nochmal? Diesen einen Typ mit Zehando. Der regt mich ein bisschen auf, weil er so dumm ist. The Hand. Ja, das... Ich finde bei der vierten, ich fand das so weird, dass dann zwischendurch einfach diese Geistergeschichte da ist. Also so, ja, sie ist übrigens ein Geist. So, hä? Okay. Aber das ist ja bei Jojo immer so. Das ist dann so weird. Ja, oder auch das Geisterbaby oder dieses unsichtbare Baby so. Hat danach gar keine Relevanz mehr, aber es ist einfach da.
Und der OP hat die ja die ganze Zeit so dabei. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Hast du das gerade gesehen? Wo sie immer so die ganze Zeit so hoch und runter. Was passiert hier gerade? Hey, ich denke mal, Baycamp versucht halt irgendwie was umzustellen. Vielleicht sein Movement. Oh. Dass er da irgendwie durchkommt, weil jetzt im Moment, das ist ein Struggle für ihn. Also 2-0, SDN permanent im Stock mehr. Anime Part 5 und Manga Part 8. Part 8 kenne ich gar nicht. Ist das mit diesen Matrosentypen? Steel Ball Run, ja. Ist das mit den Matrosen? Ja, das habe ich nicht gesehen. Manga habe ich noch nicht geguckt. Mal gelesen. My name is Yoshikage. Yoshikage. Kida. Kida. Ja, Part 5 war aber auch heftig. Da auch so heftige Momente. Oh! Steel Ball Run. Ach, 8 ist Jojo Lion. Ups, ja. Stimmt, 6 war es dann auch schon. Ich kenne so viele Leute, die jetzt so eine Diskussion anfangen würden, ne? Worüber? Ja, über Jojo und was das Beste war und auch mit Manga und allem Möglichen. But why? Literally jede Ansicht, die du dazu sagen kannst, ist korrekt, wenn es darum geht, was man persönlich immer sagt. Ja, will. Klar, ja. Aber trotzdem, das wäre keine kurze Diskussion. Okay, also, erster Stock hier gerade von SDN runter. Das ist rough, aber er tastet sich ran. Ne? Nur jetzt ist halt ein bisschen spät. Ne? Mal gucken. Also wenn er das jetzt noch holt, ne? Puh. Aber auch da, also ja, klar, Smash. Also wir haben eigentlich immer gesehen, wie wie Baycampo mit seinen Upsmashes getroffen hat nach den Berries. Und jetzt bei SDN, der masht da in einer Millisekunde raus.